Servus liebe Leute, willkommen zu einer neuen Folge SnowRunner alleine. Und zwar, heute ziehen wir den Caterpillar raus. Natürlich mit dem Kofferaufbau. Wir sind hier in Alaska, was genau das ist, kann ich euch nicht sagen. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wie das wird. Ich freue mich schon richtig auf den Caterpillar. Und ich hoffe auch, damit der Kofferaufbau für einmal reicht. Ansonsten müssten wir dann nochmal komplett zurück, weil ich habe hier die Werkstatt noch nicht gefunden. Ich weiß nicht, wo die ist, Leute, wenn ihr wisst, wo die Werkstatt ist, hier auf der Map. Dann schreibt es mir doch gerne in die Kommentare. Boah. So rutschig. Ah, so. Wow. So. Wir müssten jetzt dann nämlich auch gleich da sein. Das ist hier nicht weit weg. Der steht nämlich an so einem Platz. Ich habe das schon in anderen Videos gesehen. Da hinten steht er. So. Natürlich müssen wir erstmal die Aufgabe auch noch annehmen. So, einmal reparieren. Ja. Es reicht gleich beim ersten Mal. Ist das cool. Und das mal ganz schön knapp. So, dann mal den... Na, ne, Truck wechseln geht noch nicht. Okay, ja, stimmt. Wir müssen den jetzt... Wo müssen wir den dann hinziehen? Ah, da nach hinten. Okay. Dann machen wir hier mal schnell einen Wegpunkt. Und dann ziehen wir den gleich mal da nach hinten. So weit ist das ja gar nicht. Ja gut, das wird jetzt hier wieder so eine Bergungsaktion. Ich weiß gar nicht, ob mein LKW das zieht, weil der Caterpillar... So leicht ist der nicht. Also, das kann ich euch schon mal sagen. Das habe ich in den Videos schon gesehen. Also, wie ihr merkt, ich schaue viel YouTube. Und viel SnowRunner. So. Und daher weiß ich nämlich auch, wo der Caterpillar steht. Also, dann geht's. Ah ja, wenn alles repariert ist, fährt der ja automatisch mit, kann es sein? Okay, das war jetzt dumm. Egal, also fahren wir los. Das ist ein Mods-Ding, Leute, das ist ein Mods-Ding. Ich habe mich über diesen LKW hier schon gefreut, mit dem ich gerade fahre oder schon länger. Aber der Caterpillar, das ist nochmal eine Hausnummer größer, also das muss ich nur aufpassen, damit ich mich hier nicht festfahre.
Ich weiß gar nicht, warum ich den überhaupt festmachen muss. Der fährt ja schon fast allein, der Caterpillar. Oh nein. Komm. Jo. Kompletter Fail erstmal. Leute, hier ist der dynamische Bodenfehler, von dem ich schon mal gesprochen habe in der letzten Folge. Das ist das, was ich meinte. Ah, der fährt mich schon gleich an hier, der Caterpillar. Na, immer noch nicht. Hängt man immer noch ein bisschen dran hier. Der hängt immer noch. Der soll mal komplett einlenken nach links. Ah, jetzt. Ah, ja, jetzt. Sieht sehr gut aus. Ah, wir müssen da links nach oben. Also, wie ihr merkt, ich weiß nicht, ob ihr das im Video auch seht, aber der Caterpillar, der bringt eine kleine Unterstützung. Also, da bekomme ich echt easy durch. Ich glaube, wenn der Motor nicht funktionieren würde, würde ich hier niemals durchkommen. Da vorne kommt nämlich auch gleich die Straße. Und dann geht das sowieso alles viel leichter. Genau. Ah, bitte nicht nach unten rechts. Nicht nach unten fahren und nicht am Baum festhängen, bitte. Okay. So. Gut. Nach unten ist die Pipeline und da hinten dann so ein Hof und da in der Nähe oder direkt gegenüber müssen wir das hinfahren. Also nicht mehr weit weg. Ups. Also eigentlich müssen wir das hier hinliefern, Leute. Wartet mal, ich fahr da mal schnell rein. In dem einen Video, das ich da gesehen habe, hat er das nämlich hierher gefahren. Ah ja. Jetzt schauen wir mal, können wir da einsteigen? Ja. Alter. Das ist ja mal ein fettes Ding, Leute. Aber der fährt sehr langsam. Ah ne, der dreht vorne nur durch. Wenn ich Allrad reinmache, geht es wahrscheinlich auch. Ja, geht viel besser.
Cool. Leute, genial, oder? Super. Ja, also Leute, es war dann eine recht kurze Folge. Ich hoffe, euch hat sie gefallen. Ich kann euch noch kurz zeigen, wo es den gibt. Hier Alaska, USA, Bergfluss. Ihr kommt ja dann. Warte, hier kommt ihr dann raus am Nordhafen. Dann solltet ihr hier die Brücke noch reparieren, was ich nicht gemacht habe. Wenn ihr darauf keine Lust habt, fährt ihr hier einfach runter. Und ja, mehr will ich eigentlich gar nicht sagen, wo ihr genau fahren müsst. Ihr müsst ja auch ein bisschen selber noch herausfinden. Und hier ist das. Hier steht er. Hier unten rechts. Okay. Also, liebe Leute, würde ich sagen, bis dann, macht's gut. Tschüssikowski. Ciao.